Zombie Apocalypse. Guten Morgen, YouTube. Ja, es ist wieder soweit. Der Adventskalender Numero 8. Da ist er. Das gute Stück, auch für die Kamera einmal hier. So, es geht weiter. Mit der 8. Und jetzt fällt mir hier schon unten was raus. Oh, oh. Jetzt wird's lustig. Bitte nicht. Bitte nicht, dass uns jetzt wieder irgendein Teil fehlt, weil es unten aufgegangen ist. Das wäre jetzt katastrophal. Weil dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Wir müssen eh jetzt gleich reingucken und mal schauen, was denn da jetzt kommt. Okay. So, also wir haben hier, ich würde sagen, das ist der Auspuff oder so, was von oben jetzt runtergeleitet wird von der einen Seite. Aber was ist das? Also wir haben einmal hier so ein kleines Teilchen und noch ein kleineres Teilchen. Ganz lustig, weil ich habe hier ein schwarzes Mauspad. Oh, da ist noch was rausgefallen. Oh. Was ist das denn? Oh, und noch ein grünes Teilchen. Ja. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wir nehmen unsere schöne Bedienungsanleitung, Bauanleitung und schauen mal, was jetzt kommt. Und ich habe es mir fast gedacht, das ist wieder eins von diesen Teilen, die man wieder nicht befestigen kann wahrscheinlich, weil uns hier ein Teil fehlt. Aber wir können dann trotzdem ein bisschen was zusammenbauen. So, und zwar gehört dieses Teil, also die beiden schwarzen Teile gehören schon mal zusammen. Das steht schon mal Faktum fest. Ah, ist aber auch klein hier. Muss das Loch jetzt nach oben oder muss das nach unten? Ich habe keine Ahnung. Ja. So. Und da kommt jetzt... Wir haben ja hier dieses kleine schwarze Teil, was an dem Motorblock eigentlich befestigt wird. Das können wir schon mal miteinander hier verbinden, und dann sieht das nachher quasi so aus, dass der ganze Spaß hier dran kommt. So. Und das Ganze nachher quasi hier so irgendwie runterhängt. Nur um dieses schwarze Teil zu befestigen, brauchen wir natürlich das grüne Teil, was hier noch dran kommt, was uns fehlt derzeit, was aber auf jeden Fall nachkommt. So, dann haben wir hier noch so ein Teil. Wofür das ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Warte mal. Da gucken wir nochmal. So, das heißt, wir haben schon mal so einen kleinen Auspuff beziehungsweise fertig. Ach, das kommt dann. Ah, das kommt, genau, das kommt hier oben drauf gesetzt, dann ist das festgeklemmt, genau, und jetzt haben wir hier noch ein Teil, aber was ist das denn? Ah, ja, und das Teil können wir auch erst festmachen, wenn wir das andere grüne Teil da haben. Das heißt wiederum, das kommt dann hier vorne dran und muss hier vorne dran gemacht werden. Also hier ist eine kleine Kuppe hier vorne und daran wird das dann festgemacht. Ja, meine Lieben, also heute gab es dann mal ein kurzes Video im Gegensatz zu gestern, und das
war es dann auch jetzt schon wieder. Ich bin echt gespannt. Also als nächstes kommt dann wohl irgendwie Motorhaubenabdeckung, Tankabdeckung. Ich bin gespannt, wenn das andere Teil dann kommt, was uns derzeit fehlt, dass wir das dann natürlich auch einbauen können und wir natürlich dann auch schneller voranschreiten. Was diesen ganzen Satz hier Motorblock und Chassis angeht. Und da kommen noch einige interessante Dinge. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was dann noch so kommt. Aber es wird bestimmt sehr, sehr lustig und amüsant. Was wir aber mehr machen können, das fällt mir gerade mal so ein. Das wird ja eh nur drauf gesteckt, das eine Teil. Ja. Wir machen das jetzt mal wieder ab hier. Ganz vorsichtig. So. Und so. Dann haben wir das nämlich ab. Und stecken das einmal fest da drauf. So, und dann. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Gucken wir mal, ob wir das kleine Teil nämlich nicht so da dran kriegen schon. So. Und ich hoffe, das kann man dann im Nachhinein auch so schön zusammendrücken. Man kann nämlich hier auch nichts mehr verrutschen. Und das sieht doch ganz gut aus dann. Dann haben wir das Teil nämlich da vorne schon dran, müssen uns dann nämlich nicht beim nächsten Mal oder wenn das neue fehlende Teil da ist, dann auch ransetzen. Dann können wir es nämlich so machen. Also das passt doch optimal. Also sehr nice. Ja, und dann kommt noch das eine Teil oben wieder drauf. Gesetzt. Da müssen wir aber mal gucken. Hier ist etwas dran, das wir wegmachen müssen. Sehr wahrscheinlich. Da müssen wir mal umgucken. Ob wir das da vorne wegkriegen. Moment, wo ist meine Werkzeugkoffer? Also ein bisschen können wir ja mitmachen. Deswegen guck mal einer an. So, wir haben hier eine ganz feine Zange. Ne? Jetzt gucken wir doch mal, ob wir das da wegkriegen. So. Ja, das sieht schon besser aus. So. Und den Spaß jetzt wieder da drauf. So. Dann klemmen wir den da mal. Ach guck, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Aber wir kommen dann trotzdem nicht dahin die Ecke rein wahrscheinlich. Weil uns dieses eine Teil da fehlt. Das macht mich ja schon echt kirre. Dann willst du das vernünftig zusammenbauen. Kannst es nicht zusammenbauen, weil dir ein Teil fehlt, weil es. Weil es abhanden gekommen ist. Oh Mann. Oder nicht dabei war, ich weiß es nicht. So, das heißt, der muss jetzt. Wir verstecken es jetzt mal rein, mal gucken.
So. Wir können es ja nachher wieder ziehen, wenn wir das andere Teil auch haben. So, dann kommt quasi der. Da dran. Und der da dran. So. Oh, 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 nein. So. Kann man den da rein? So. Ja, und im Prinzip ist es jetzt nur noch das Teil, denn da vorne das Teil haben wir jetzt dann auch dran. So. Und so. Und jetzt müssten wir mal gucken. Das Teil kommt, warte mal, wenn das so ist, so rum da rein. Das heißt, wir müssen es so rumstellen. Okay, also es hat doch nicht funktioniert. Ja, soweit haben wir es. Also, wir haben jetzt das Mittelteil, das komplette Chassis mit dem Motorblock soweit. Vorne wird dann noch die Batterie drauf kommen. Dann kommen die Lampenhalterung hier noch drauf. Ja, und dann haben wir das Grundchassis. Hier kommt noch eine Abdeckhaube drauf, so wie ich das sehe jetzt mal. Hier und hier. Für das Armaturenbrett. Dann kommen vorne die Lampen. Und dann war es das auch schon wieder. Dann haben wir den Traktor echt fast geschafft. Und dann fangen wir an mit den Achsen. Die Achsen zusammenzubauen, Lenkachse, Schaltung und so weiter wird dann zusammengebaut und da bin ich ja dann auch sehr gespannt drauf, was da passieren wird. Und natürlich, das fehlende Teil bauen wir natürlich nach. Gar keine Frage, aber da müssen wir jetzt halt warten, bis es da ist und dann können wir es hier auch direkt anschließen. Aber so langsam nimmt es Formen an. Ich freue mich da tierisch drauf und bin sehr gespannt, was da noch passiert. Von daher, in diesem Sinne, meine Lieben,
alles Gute. Habt noch ein paar schöne Weihnachtstage, bis es dann zum Jubeltrubel Heiterkeit kommt. Bis wir dann wirklich Heiligabend und so haben. Alles Gute, euren Lieben. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Euer Kolke.